Bei Thomas Gottschalks allerletzter Wetten, das Show war unter anderem Helene Fischer zu Gast, die als Wettpatin ihre Wette verlor. In der großen Die Helene Fischer Show sollte sie ihre Schulden begleichen. Und Thomas wollte sich eigentlich persönlich vor Ort davon überzeugen. Doch dann kam ihm etwas dazwischen. Von Thomas Gottschalk war in Helene Fischers Show nämlich keine Spur. Der Grund dafür war höhere Gewalt. Denn der Entertainer war, wie so viele andere Menschen in Süddeutschland aktuell, eingeschneit und kam nicht aus München weg. Das berichtete er auf seinem Instagram-Account in einem Videoclip, in dem er sich neben einigen traumhaften Winteraufnahmen in einer verschneiten Landschaft filmen lässt und erklärt: Eigentlich hätte ich mich gestern in der Helene Fischer Show vom ordnungsgemäßen Abgeben der verlorenen Wette überzeugen sollen, in Persona. Aber ich bin in München eingeschneit. Und man sieht, ich kam nicht weg. Hier kommt keiner weg. Hier will aber auch keiner weg, so Thomas, der sich kurz darauf in den Schnee legt und einen Schneeengel macht.